So, weiter geht's. Also, bevor wir den Skelettkönig machen können, müssen wir erstmal an Yonda vorbei. Den nehme ich... Wir haben eine neue Rune für Aufstampfen. So, darf ich jetzt erstmal nachgucken? Danke. Was ist das denn? Ein seltener Kraftstein. Kann ich eh nicht nehmen, ich bin kein Mönch. So, wir haben neue Fertigkeiten. Und zwar hier. Beim Aufstampfen haben wir jetzt oben betäubender Aufprall. Verlangsamt Gegner beim Einsatz von Aufstampfen und reduziert die Abklingzeit. Cool. Und hier ist jetzt ein seimisches Schmettern. Löst Schockwellen aus. Die Gegner in ihrem Schaden. Oh, das wollen wir uns natürlich mal angucken. Das wollen wir uns natürlich angucken. Also da geht mir direkt einer ab, wenn ich das sehe. Wenn ich sowas höre. Wow! Alter, jetzt dachte ich schon, ich fall da runter. Ohne Scheiß. Das ist ein Wegpunkt. So, wenn du 7 Gegenstände auf einmal zerstörst, darfst du hier rennen. Und wie du rennen darfst. Wow. Ja, jetzt müssen wir ja hier lang. Oh Gott. Es ist so dunkel hier. Ja, komm her. Kein Problem für den Mucke. Das haben wir doch schnell geritzt. Wortwörtlich geritzt. So, wir wollen uns ja die Attacke noch angucken, die neue. Da kommen wir bestimmt gleich zu. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ja. Glaube ich dir gern. Okay, dann runter. Ihr wart ein Templer, Yonda. Da ist Yonda. Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Ich brauche Mut. Okay, er ist schon tot. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Alter, was machst du denn da? Aber sowas von. So, der Templer ist ein Nahkämpfer, der Schilde und Einhandwaffen führen kann. Möchten Sie als aktive Begleiter auf euren Reis mitnehmen? Ja. Mögen die Schlachten nie aufhören. Nö. So, der Templer ist Ihr Begleiter. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um das Begleitfenster zu öffnen. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um mit Ihrem Begleiter zu sprechen. So, wir können Fähigkeiten wählen. Halt euch und den Templer. Verspottet... Ne, heilen ist immer gut. So, wir können ihn auch ausrüsten. Und Treue, lässt euch den Templer Leben regenerieren? Und ja. Eine nützliche Fertigkeit. Na, wir gucken mal, haben wir denn was Schönes für dich da? Hier, kannst das Schild haben. Das wird mir helfen. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Wahre Krieger überwinden ihre Angst. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube... So, jetzt bist du ein bisschen stärker, ne? Dann machst du auch mal hier. 10 bis 15 Schaden. 3 plus 4 Feuerschaden. Oh ja. So, jetzt darfst du hier drauf matzeln. Uns geht's jetzt erstmal gut. Und da wartet schon die nächste Ebene. Speicherpunkt.
Kathedrale Ebene 4. Sucht nach den königlichen Krypten. Ich schon da lachen höre hier. Ich höre irgendjemand lachen. Es wird nicht gelacht, wenn der Mucke das hier nicht erlaubt. Aber ist keiner da? Doch, da. Oh. Hi. So, es gab ja neue Heiltränke, ne? Okay. Das Schreibpult, sehr wichtig für mich. Teil 4. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelett. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Ja. Doch ich kämpfte weiter. Du bist richtig mutig. Aber der erste Teil fehlt mir. Oh Gott. Jetzt kann's lustig werden. Was ist das? Uninteressant. Es wird gemetzelt und gemordet. Ja. Ja. War das episch? Das war ja geil. So, die Frage ist, wo lang? Es gibt mehrere Wege, und zwar genau drei. Ich nehme erstmal den linken. Ich hätte kaputt gelacht, wärst du da stehen geblieben, Junge. Ups. Ja, schön, wenn der Typ jetzt auch so stark ist und seine Axt leuchtet auch so geil rot. Das liegt ja daran, dass sie Feuerschaden macht. Wir laufen hier erstmal einfach nur lang. Oh, geil. Einfach nur episch. Aber wo kommt ihr denn her? So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ich höre sie schon wieder. Alle auf einmal. Alle auf einmal. Da stimmt der Satz einfach. Gegen uns hat man keine Chance. Boah, das war knapp. So, wir haben wieder was Neues. Ein Gedankenspiegel. Was? Nee, haben wir schon. Naja. So, jetzt gehen wir erstmal... Der Weg ist ganz schön... Also die vierte Ebene, die hat es wohl wirklich in sich. Die ist wohl ziemlich lang. Oh, hi! Habt ihr schon Angst? Ah, wo kommen die kleinen Viecher denn her? Boah, die lachen wie kleine Kinder. Ist ja ekelhaft. So, erstmal wechsle ich das hier wieder aus. Ich nehme meinen Hammer wieder mit. Der Hammer war geil. Der Hammer war episch. Oh, was macht ihr denn da schon wieder? So. Yeah. Bist du sicher? Ich glaube nicht, dass das alle waren. Ich wette mit dir, da kommen noch einige.
Erstmal Tür auf. Ich will ja auch hier wieder hier raus, ne? Jung, du musst verstehen, ich bin derjenige, der alles platt macht. Du bist nur derjenige, der mitläuft. Boah, das ist aber ein langer Weg heute. Oh. So. Nette Kletterpartie, aber... interessiert mich nicht die Bohne. Was haben wir denn hier? So, mein Thron. Nein. Ist nicht meiner. Gehört ihm. Nicht mir. Nö, ist nicht meiner. Boah, für 4 Fässer bin ich da jetzt lang gelaufen. Boah, ist das geil. Ach, gucke mal. 1, 2, 3, 4, 5. Auf Wiedersehen. Schnauze voll. Ach, da kommen noch mehr. Oh, danke. So, was? Ach, da haben wir doch erst was für die Schulter. Ledermantelung des Löwen. Schulterschutz. Plus 17 Stärke. Alter Schwede. Aber egal, wir sehen immer besser aus. Ah, guck mal hier. Teil 5. Wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinem Knochen. Und ich drohe, ihm zu unterliegen. Nicht gut. Mein geliebtes Tristram zu schützen. Muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Oh Mann, das hört sich aber auch nicht gerade gesund an. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Genug. Aber ich habe den Überblick verloren. Du, das ist auch gar nicht schlimm. Was haben wir denn jetzt hier? Neue Handschuhe. Plus 18 Stärke nochmal drauf. Boah, leck mich am Arsch. Was heißt denn Paragon? Was kann man damit machen? Keine Ahnung. Sagt mir jetzt so nix. Okay. Ihr wartet schon? Ja, ja. Hinterrücks angreifen. Solche Arschgeigen seid ihr. Das ist echt lang. Wenn ich denke, wir müssen noch nach gerade nach oben und nach rechts an der Kreuzung. Alter Schwede. Aber wer ist Bulkatos, hä? Hab ich noch nie gehört, den Namen. So, hier ist ein kleiner Schleichweg. Warum hat man die hier eingebaut? Weiß keiner, aber Hauptsache, ja, wahrscheinlich für solche Freaks wie mich, die eigentlich alles absuchen. Ne? Oh, hier warten wieder ganz böse Skelette. Ach, wart. Hier, guck mal, der kriegt's mit dem Hammer und... Wir gucken gleich richtig nach. So, 44 eben mal gekillt. Alter Schwede. So, ich glaube, wir sollten gleich echt mal zurück.
16,2. 16,8. Okay. So, bitteschön. Ja, ne, richtig gute Wahl. So, wir sollten aber gleich zurück. Müssen gleich mal ein Portal nehmen. Weil unser Inventory ist bald voll. Und das geht ja so gar nicht, ne? Boah, aber wie weit ist das denn hier noch? Hä? Oh, hi. Hat der jetzt Aua geschrien? Einer von den kleinen Pisskindern hat doch jetzt Aua geschrien. Wir sind jetzt so im Kreis gelaufen, dass wir oben gelandet sind. Ne, also das finde ich ja dann geil. Da haben wir uns ja den ganzen Weg zurückgespart. Und da oben müssen wir auch hin. Da müssen wir hin. Da sind die königlichen Krypten. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Oh, neuer Gürtel interessiert mich jetzt gerade wenig. Herzlich wenig. Wir stehen kurz vor Stufe 13. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Jo, das haben wir komplett alles mitgenommen. Jetzt haben wir nur noch das Stückchen da. Das ist ja geil. Ey, habt ihr das gesehen? Da ist Gold gesprudelt. Okay, da bist du aber ja nur noch da lang. Boah, geil. Na, wir gucken, was uns da ist, was sich da auf uns, was da auf uns lauert. Oh, ist er gestorben? Wohohoho, die Kreuzritter Teil 3. Einblick in die Urkräfte der Zakarom, wie ihn kein Paladin je erhalten hat. Okay. Ich verstehe gerade eins nicht. Falls ihr das gerade auch gesehen habt, ich auch. Da hat gerade irgendwas richtig orange geleuchtet. Hier. Nicht legendärer Ring. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt gut? Okay, wir müssen zurück. Wir müssen eben zurück. Das muss ich jetzt nachschauen. So, erstmal verkaufen wir den ganzen Krempel. Außer den Ring. Alles andere könnte ich... Nein, warte, stopp. Ich will jetzt hier nichts falsch machen. So, erstmal in das hier kommt da rein. So, wollen wir ja nicht vergessen, ey. Nö. So, jetzt geht's mal darum, wir müssen einen Gegenstand identifizieren. Muss ich ja auch wie Diablo 2 mit Decker Cage sprechen? Nö. Oder damit? Ah! Sie können Ihre Gegenstände identifizieren, indem Sie sich in Ihr Inventar mit der rechten Maustaste auf Sie klicken, oder Sie können alle Gegenstände in Ihr Inventar identifizieren, indem Sie... toll, hätte ich gar nicht zu... Wow! Band der Macht! Reduziert euren erlittenen Schaden nach dem... Das ist wohl ein richtig krasser Ring. Also das müsst ihr mir mal in den Kommis schreiben, wie gut der ist. Es scheint, als wäre er so gearbeitet, dass er den potenziellen eintreffenden Schaden verringern. Aber wie
Das habe ich doch nicht herausgefunden. Und offensichtlich hat es für seinen vorherigen Besitzer nicht gereicht. Hoffentlich leistet er euch bessere Dienste. Hedrick. Der ist von unserem Schmied. Also da müsst ihr mir echt im Comic schreiben, ob der gut ist. Der hat nämlich auch plus 22 Stärke und plus 22 Vitalität. Und Chance bei Treffern 7% Flächenschaden zu verursachen. Und reduziert euren erlittenen Schaden nach dem Einsatz von wütender Ansturm, Aufstampfen oder Sprung 8 Sekunden lang um 55. Wow. So, wir hatten hier was neu. Die Revanche. Führt einen Vergeltungsschuss aus, der euch pro getroffenen Gegner heilt. Ui. Das hört sich gut an. Und wir haben hier beim Hieb eine zweite. Gegner haben eine erhöhte Chance, kritische Treffer zu erleiden. Na, das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Nö, ich bleib dabei. Okay. Das war jetzt sehr interessant.